Sammelt Broschen von Bergmenschen. Ihr habt die Feste entdeckt, okay. Oh Mann. Da kommt der Nerd wieder raus. Nichts, nichts. Alles okay. Das startet die Aufgabe, warte mal. Nein, du doch nicht. Nicht in Sichtweite. Steht eigentlich quasi direkt davor, aber nicht in Sichtweite. Nein, nein, überhaupt nicht. Gott, diese Nase, ey. Also die Kisten sind nicht besonders gut versteckt. Müsste Herr der Ringe auch mal wieder schauen. Lang, lang ist her. Wie gesagt, zur Zeit höre ich mir halt immer dieses Hörbuch an. Das kann ich mir bei mir von Dirty Dancing behaupten. Dirty Dancing habe ich, glaube ich, bisher nur 3 oder 4 Mal gesehen. Wo ich den Film echt gut finde. Der ist doch nicht langweilig. Der ist. Mein Dirty Dancing langweilig. Fing, hau ab, Mücke. Ab jetzt hier. Ich weigere mich, dich zu töten. Also verschwinde einfach. Du fliegst einfach wieder raus. Mach dir draußen auch das Licht an.
Ich hab den mal mitten in der Nacht geguckt und bin bei eingeschlafen. Und Fotos kam am nächsten Morgen zu mir an und meinte so: Was hast du da eigentlich für einen Schwachsinn geguckt? Und ich dann so: Dirty Dancing, er, Augen verdreht, ist rausgegangen. Das war die Meinung zu Dirty Dancing von Frisches. Nein, muss es nicht. Der Film ist toll. Ruhe da auf deinen billigen Plätzen. Der Film ist sehr, sehr schön. Ich mag Dirty Dancing. Genauso wie Footloose. Footloose fand ich auch immer toll. Oh, ja, Nachricht von Sam. Der Film ist auch richtig toll. Pretty Woman habe ich auch immer gern geguckt. Aber das ist eigentlich ganz, ganz einfach zu verstehen. Ganz, ganz einfach. Man muss nur zuhören. Doch, ich schon, aber eigentlich nicht wegen der Schauspielerin, sondern wegen Richard Gere. Weiß nicht, Richard Gere. Irgendwie mochte ich den. Oder mag ich den? Aber so schwer sind wir Frauen eigentlich gar nicht zu verstehen. Und ihr Männer seid auch nicht gerade immer so die, ne? Die leicht zu lesen sind. Ihr seid teilweise sogar noch komplizierter. Ja, den Film mit Hachiko. Oh, Hachiko. Ja, da muss ich erstmal bei heulen. Ich kann den Film nicht gucken, ohne wie ein kleines Mädchen loszuflennen. Jedes Mal heul ich bei dem Scheiß. Gemein. Gemeiner Film. Welche Männer kennst du, die kompliziert sind? Ich kann dir eine Liste machen. Ich kenne einige. 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 Es gibt doch Ausnahmen, um Gottes Willen. Es gibt doch Ausnahmen, aber die Liste ist lang. Die Liste ist sehr lang. Ich kenne auch Frauen, die kompliziert sind. Davon mal ganz abgesehen. Ne? Frauen würde ich da nicht von frei sprechen. Frauen sind genauso kompliziert, aber Männer können auch echt. Ja. Männer sind manchmal auch so eine Sache für sich. Wo sind denn jetzt hier Rüstungsschmiede? Da ist ein Rüstungsschmied. Muss ich tatsächlich immer warten, bis hier das wieder spawnt oder was? Oh, das kann ja dauern. Ich hab den einfach mal. Okay, gut. Aber nichts. Dann, ja, wir machen das. Dann machen wir das auch. Und ihr müsst uns nicht alle 6 Monate daran erinnern. Guter Witz. Wirklich guter Witz. Ich habe selten so gelacht. Oh Gott. Wenn ich das mal erlebe, wenn ich den Tag mal erlebe, dann Hut ab. Wenn ich das mal erlebe, dann Hut ab.
Ich glaube, der Tag wird niemals kommen. Der Tag wird niemals kommen. Das ist schön. Eieiei. Der ist so alt und immer wieder gut. Wenn ein Mann sagt, ich liebe dich, dann geht das bis auf Fehlruf auch noch 20 Jahre. Man muss das sich immer wiederholen. Ich kenne eine Frau, die das mal gesagt hat. Das kriegt sie bis heute noch zu hören von ihrem Mann. Ich muss tatsächlich auf diesen einen Scheiß-Rüstungsschmied warten. Ach, ihr seid doch alle. Ah. Der ist er ja schon, oh Gott sei Dank. Wie gesagt, wir Frauen sind auch nicht immer einfach, aber. Hey, guck. Ah, nee. Wie gesagt, es gibt auch bei Männern immer wieder Ausnahmen. Ne? Jeder ist unterschiedlich. Aber weiß Gott, nein. Das Frauen verstehen Frauen oft nicht. Nö. Nö. Bei vielen Frauen denke ich mir nur so, ach du Scheiße. Wir sind vom gleichen Geschlecht. Gott, die Welt geht unter. Das denke ich mir bei vielen Frauen. Das denke ich mir bei echt vielen Frauen. Auch wenn ich mir vorstelle, dass manchmal auf einigen Veranstaltungen gewesen sind und ich mir da so die Leute angucke. Nee. 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 Da schäme ich mich manchmal echt davor zu sein für. Was ich da manchmal so sehe, das ist echt schlimm. Sie aber erstmal weiter, Leute. Euch noch viel Spaß und seid anständig. Will keine Klagen hören. Bis später und schlaft dann schön. Du dann später auch. Und dir noch viel Erfolg auf der Verarbeit. Wie gesagt, wir machen ja auch nicht mehr ganz so lang. Knapp eine halbe Stunde noch. Ungefähr. Ein paar Minuten mehr, ein paar Minuten weniger. Was müssen wir denn da unten machen? Ist das das Ding mit den Abzeichen? Ja. Du bist jetzt für Recht und Ordnung zuständig. Mappa. Die inoffizielle Mod. Modin. Mod. Nee, nee, hier. Mottbutter. Lass das mal die Mami machen. Mami, mach das gut. Aber ich finde diesen Nebel hier so cool. Diesen Staub. Wenn es ein bisschen unruhig wie er weht, aber. Ich habe gerade Mutter verstanden. Nee, nee, ich war noch am Rumrätseln. Ich wollte es tatsächlich erst sagen, ich habe es mir aber verkniffen. Mir ist das, was ich eigentlich im Kopf hatte, ist mir irgendwie nicht über die Lippen gekommen. Irgendwie klang das dann doch scheiße. Sehr scheiße. Mehr als scheiße. Hochwertiges Eisen. Hallöchen. Ey, nimmst du mal das hochwertige Eisen? Brauchen das doch. Weg damit. Reicht aber noch nicht, um den Meister zu schaffen.
Bin nur Abteilungsleiter. Ey, lauf nicht weg. So, von wem kriegen wir jetzt diese Abzeichen? Und den Titel von der Stadion hat sich. Na, Mützler. Mützler. Das ist eine herumstehende Waage. Keine schon Mützler. Ja, das ist eine herumstehende Waage. Nicht blind. Ich sehe nur herumstehende Waage. Ich glaube, die sind hier nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Ich glaube, die sind hier nicht. Schlitzer, Speerwerfer. Von euch ist es keiner, oder? Nein. 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 Okay. Schon Mützler, da ist so einer. Richtig? Bin nicht, kann sein. Da war noch irgendeine andere Aufgabe. Ja. Nett kam. So, den haben wir doch auch besiegt jetzt. Sehr schön. Den habe ich das eine Mal gesucht, das weiß ich noch. Ein Scharmützel haben wir gefunden. Wenn ich jetzt noch die anderen finde, bin ich glücklich. Blitzer Scharmützler. Das ist auch noch einer. Das ist gut. Nächstes Mal muss ich mich am Spiel festbinden, damit ich nicht ständig runterfalle. Oh. Ja, nicht, dass dir noch was Ernsthaftes passiert, ne? Bei den vielen Lachanfällen. Im Lager vielleicht. Mal gucken. Ich glaube, sie sind dann wirklich immer nur hier in diesem kleinen Lagerchen. Ich glaube, die laufen gar nicht so frei rum. Dann habe ich Urlaub auf Gameschein. Ja, aber ist das so schön? So, 3 habe ich. Bin noch ein paar, ne?
Den brauche ich. Den Hauptmann. So, Hauptmann schon mal besiegt. Herumstreifender. Herumstreifender. Okay, jetzt nur noch Dombri und Schumbatar. Mützler, da ist auf jeden Fall wieder einer gespawnt. Dann haben wir zumindest schon mal die Hälfte. Ich muss jetzt ins Bett. Mach nicht mehr so lange und vier Folgen noch. Ich wünsche dir später eine gute Nacht und schlaf da gut. Danke, du auch, Mappa. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du so lange durchgehalten hast. Wie gesagt, wir machen ja auch nicht mehr so lange. 20 Minuten, eine halbe Stunde noch und dann bin ich auch im Bett. Wie gesagt, muss ja morgen auch mit Huni raus. Hab Huni dann den ganzen Tag. Die wird mir morgen sowieso wieder auf Trab halten. Da muss ich auch fit sein. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch einen wundervollen Wochenstart. Und dann vielleicht bis Dienstag. Okay, das ist das hier noch. Okay, das sind alles Schlitzer. Gut. Dann gucke ich mal, ob ich hier noch andere Lager finde. Da ist noch jemand. Hier, dich brauche ich noch. Kämpfer hier brauche ich noch, okay. Wir waren die etwas stärker, meine ich. Ach du Scheiße. Gute, gute. So, warte mal, das war jetzt Ruf für Matum-Gesellschaft. Das war Ruf für auch für Matum-Gesellschaft. Okay. Sag ich hier nochmal Ruf für meine. Ne? Ja, dann Quatsch. So. Gut.
Immer noch die Scharmützler. Kämpfer brauche ich noch. Da ist doch ein Kämpfer. 16 Kämpfer. Also 10 brauche ich noch. Ja gut, dann machen wir erstmal die Kämpfer. Sind die hier gerade so schön. Denn hier eigentlich? Ach, hier für die Weitläufer. Wenn ich zumindest die Kämpfer noch schaffe. Wäre ja schon mal gut. Jetzt habe ich den Hauptmann hier wieder hinter mir. Weißt du, beim letzten Mal habe ich hier alle nicht gefunden. Jetzt spawnen sie hier ohne Ende. Noch ein Kämpfer. 6 Stück brauchen wir noch. Beziehungsweise jetzt nur noch 5. Nee, den brauche ich nicht. Steinheber brauche ich alles nicht. Der ist ein Kämpfer. Den brauche ich. Nur die Kämpfer gerade. Wenn ich die habe, kommen die anderen dran. Okay, Berserker brauche ich auch nicht. Berserker kann ich mich auch nicht gebrauchen. Erster Kämpfer. Drei Stück.
Schlachtmeister ist er dann auch schon. Nee, Berserker brauche ich nicht. Hoffen, dass jetzt nicht alle kommen. So. Bei dir kann ich hier auch mal ein bisschen was draufpacken. So, ein Kämpfer brauchen wir noch. Und wir brauchen immer noch die anderen Viecher da. Sag mal schnell. Frau Mützler. Der ist ein Scharmützler. Zwei Scharmützler. Okay. So, brauche ich dich? Wagmeister, nee, startet nur eine Aufgabe. Okay. Perfekt. Hier ist so ein Einzelner. Oh, dann lichtet sich hier nämlich auch schon mal wieder alles. In die Richtung soll der. Ah, nee. Die hier. Das sind Berserker. Kämpfer, Kämpfer. Kämpfer, Kämpfer. Da muss ich leider gegen kämpfen.
komme hier nie weit. Oder gebe ich einfach erstmal die ganzen Quests ab? Würde ich sagen, ne? Dass ich erstmal die Quests abgebe. So. Also Quests abgeben. Und dann mache ich wahrscheinlich Feierabend. Ihr wartet nicht. Weiß ich ja nicht, wo ich die Dinge abgebe, ne? Steht jetzt zwar abgeschlossen, aber wie ich die jetzt direkt abschließe, weiß ich nicht. Ach, hier. Okay. Du bist eine scheiß Fledermaus. Okay, das kann weg. Das eine ist da ganz hinten, wie gesagt. Binnen-Edelsteine. Okay, wie gesagt, wir geben das jetzt erstmal. Zumindest das, was abzugeben geht. Die Quest hier abgeben? Nee. Also da weiter oben. Das hier müsste, glaube ich, auch noch dafür sein, oder? Ja. Okay. Wie schön wäre das, die letzte Quest bei ihm wäre. Ich grüße euch. Oh, ist es sogar. Sehr schön.
Die Spinnen-Edelsteine müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Mal, wie sieht das Buch der Taten eigentlich aus? Schatten den. Okay. Schwer ab. Okay, das wird wahrscheinlich das Ding mit den Quests gewesen sein. Was kann ich für euch tun? So. So, jetzt könnte ich das einmal den Markt gehen. Hafergut. Im Auenland. Ja, vergiss es. Dann breche ich die einmal ab. So, und das sind dann die Sachen, die wir beim nächsten Mal machen. Würde ich sagen. In der Hoffnung, dass das dann alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann verkaufe ich nochmal ein bisschen was. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das kann ich jetzt nicht verkaufen, das kann ich verkaufen. Das auch, das auch. Die Fälle sammeln wir noch ein bisschen. Brauche ich hier Schwefelbrocken? Nee. Das brauche ich. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das auch. Ich glaube, die konnten auch weg. Was man hier alles für Scheiß drin hat, ne? Reparieren gibt's nichts. So. Den flexen wir da das Ganze einmal.